Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat nach der Panne bei der Auswertung von Coronavirus-Testergebnissen einen Rücktritt seiner Gesundheitsministerin Melanie Hummel abgelehnt. Laut Söder bot Hummel zweimal an, ihren Hut zu nehmen. Er habe aber weiterhin Vertrauen zu ihr, betonte Söder. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte, in außergewöhnlichen Zeiten könnten auch Fehler passieren. Entscheidend ist, dass sie transparent gemacht werden und dass sie dann schnell behoben werden. Und das macht die bayerische Staatsregierung. Grundsätzlich bin ich sehr dankbar dafür, dass wir umfassend testen, dass auch die Bayern es möglich machen, zum Beispiel bei der Einreise mit dem Auto an den Raststätten zu testen. Aber dann müssen natürlich auch die Ergebnisse übermittelt werden können. 44.000 Menschen, die nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland in Bayern auf eine mögliche Ansteckung mit dem Erreger getestet worden waren, warten laut Hummel noch auf die Ergebnisse, darunter mindestens 900 Personen, die nachweislich infiziert sind. Dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zufolge sorgte die händische Übertragung von Daten für die Verzögerungen. Zudem sei das Angebot häufiger genutzt worden als erwartet. Es handle sich um einen Fehler in der Umsetzung, nicht in der Strategie, betonte Söder.